Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. In dieser Welt wird man Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Wie heißen wir denn? Und damit erstmal herzlich willkommen zu Pokémon Gelb. Ja, ihr habt es euch gewünscht und da ist es. Ich hatte mal wieder Bock, Pokémon zu spielen. Und ja, da kannst du mir nicht genau recht, dass ihr auch ganz gerne ein Pokémon-Let's Play hier sehen wolltet. Und ja, wie gesagt, hier ist es. Wir müssen jetzt unserem Protagonisten einen Namen geben. Ach, was rede ich eigentlich? Ich meine, ihr kennt die Spiele wahrscheinlich selbst schon. Sie sind ja schon so Äonen alt. Ja, ich gebe uns mal einen Namen. Und für diejenigen, die unser Pokémon Colosseum Let's Play gesehen haben, hatten wir unseren Helden da ja Spargel genannt. Und ich würde ganz gerne an dieser veganen Tradition festhalten und nenne deswegen unseren Protagonisten Zitrone? Zitrone, es passt genau. Richtig, dein Name ist Zitrone. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Ha, wie war noch gleich sein Name? Ja, wie heißt denn der Gute? Ich nenne ihn Apfel. Das ist kurz und bündig und rot. Apfel! Stimmt, es lag mir auf der Zunge. Zitrone! Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Reise voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Hallo? Ach, Nostalgie. So, ich nehme jetzt erstmal hier den Trank mit. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir stürzen uns ins Abenteuer. Oh, Entschuldigung, darum werdet ihr euch gewöhnen müssen, sich ab und an mal die Hintergrundmelodie mitdudeln. Ach, bitte, ist so verführerisch. Euch. Oh, Entschuldigung, warte, geh nicht raus. Das war knapp. Wilde Pokémon im hohen Gras. Wenn man vom Teufel spricht. Ein wildes Pikachu. Na, wie hat das sich denn hierher verirrt? Dieser Route hier gibt's doch gar keine Pikachu, schon gar nicht welche auf Level 5. Gut, dass Professor euch immer ein paar Pokébälle dabei hat, denn er hat dieses Pikachu jetzt gefangen. Puh. Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Da. Opa, ich will nicht länger warten. Apfel, du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du den Ball und auf dem Tisch liegen Zitrone? Das ist ein Pokémon. Darin befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir. Nimm es dir ruhig. Halt, Opa, was ist mit mir? Aber einen Moment Geduld, Apfel. Ich gebe dir später eines. Okay, dann nehme ich mir jetzt das Pokémon. Hey, ist meins. Nein, Zitrone, ich will dieses Pokémon. Apfel schnappt sich das Pokémon. Ich fordere erzieherische Maßnahmen. Apfel, was soll das? Oh, bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Aber, okay, behalte es. Behalte dieses Pokémon. Es ist deines. Ich hätte dir sowieso eines gegeben. Zitrone, komm zu mir herüber. Erzieherische Maßnahmen, Leute. Zitrone, ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Super, wir kriegen mal wieder den Schrott. Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Wollen wir? Ja, nein, vielleicht? Warum gibt es hier nicht vielleicht als Antwort? Das wäre geil. Ich würde sagen, ja, wir geben ihm einen Spitznamen. Einen schönen Spitznamen. Ich nenne es... Wie nenne ich es denn? Mir fällt kein guter Spitzname ein.
Ich nenne es Funke. Ich nenne meine Pikachus häufig Funke. Also, eigentlich fast immer. Schlechte Tradition. Und schlechte Traditionen müssen gewahrt werden. Oh schön, es hat eine Verteidigung auf Level 9. Geil. Ich hatte das schon mal versucht aufzunehmen und mir ist die komplette Abnahme. Eigentlich ist sie mir nicht abgeschmiert. Ich habe so 2 Stunden aufgenommen und dann festgestellt, dass ich nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ja, das ist Professionalität hier. Und das Pikachu hatte nur eine Verteidigung von Level 8. Von Level 8, aber wirklich. Oh, komm schon, ich fordere dich heraus. Oh, Entschuldigung, das war zu Gewohnheit. So vieles. Apfel möchte kämpfen. Ich wollte das Evoli haben. So eine Schweinerei. Na gut, auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir kein Evoli haben, denn wir müssten, wenn wir ein Evoli hätten, bis zum 4. Orden warten, bis wir es entwickeln können. Solange will ich nicht mit einem Normal-Pokémon durch die Gegend laufen. Andererseits, wir haben ein Pokémon, das ich nicht entwickeln will. Das ist auch nicht viel besser. So. Yay, Level 8. Und Rutenschlag. Was? Unmöglich, ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Du hast dir gar kein Pokémon ausgesucht, du hast es in den Arsch geschoben bekommen. Hättest mal das Pikachu genommen. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Opa, Zitrone, wir sehen uns später. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Pokébälle. Es muss dich so begleiten. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag. Magst du mich? Sieht nicht danach aus. Gut. Dann gehe ich eben mit einem Partner, der mich hasst, durch die Gegend. Das ist jetzt nicht so das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich bin häufig mit Leuten unterwegs, die mich nicht mögen. So, das sind Kinder, grillen wir bitte das Taubsi für mich. Vielen Dank. Hey du! Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Britannia City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Zitrone, Heiltrank. Vielen Dank. Den habe ich gebraucht. So, Pika, du magst mich. Magst du mich? Magst du mich? Guck mal, wie gut ich mich um dich kümmere. Dir wird nie was passieren. Dafür sorge ich dir. Ich werde dich so mit Tränken vollpumpen. Weißt du, das ist so eine Art Vorbehandlung, weil du mir so wichtig bist. Stopfe ich dich so lange mit Tränken voll, bis es dir so gut geht. Ich will nur das Beste für meinen Partner Pikachu. Ich halte das den ganzen Tag durch. Magst du mich jetzt? Vielen Dank. Ja, das mache ich auch da wirklich lieb. Dass ich Leute, die mich nicht mögen, einfach mit Tränken voll... voll sprühe. Ich meine, das sind ja so Sprühflaschen, diese Tränke. Dass ich die so voll sprühe, dass sie mich mögen. Ist da irgendwie so ein Liebeselixier drin? Naja, was soll's. So, normalerweise bleibe ich immer auf Route 1, bis mein Starter-Pokémon auf Level 10 ist, bevor ich weitergehe. Aber im Zuge des Let's Plays gehe ich mal weiter. Ich glaube, ich spoiler hier für niemanden irgendwas. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor, ich schick dich. Oh, wieder seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Yay, Eispaket! Eigentlich sollte die erste Generation so ziemlich jeder kennen. Auch die jungen Pokémon-Fans, sie kennen es vielleicht nicht, weil sie damals noch nicht gelebt haben. Gott, dass es das schon gibt. Da fühle ich mich plötzlich so alt. Nee, Pika.
So. Oh, hallo Zitrone. Wie geht es dem Pokémon? Also du meinst Pikachu? Er scheint dich sehr zu mögen. Jetzt ja. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich. Zitrone übergibt Professor Eich das Paket. Oh, auf diesen Spezial-Pokémon warte ich schon lange. Vielen Dank, Zitrone. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Opa! Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Oh, Apfel, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Zitrone, Apfel, diese beiden sind für euch. Zitrone hält einen Pokédex von Professor Eich. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa, überlass das ruhig mir. Zitrone, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben. Du wirst dich verirren. Puh, als wenn ich sowas wie eine Karte brauchen würde. So. Ich kenne Kanto wie meine Hosentasche. Ich habe gerade keine Hosentasche, aber wie meine Westentasche. Das ist nicht gelogen, ich trage eine Weste. Ich werde sehr gut ohne Karte zurechtkommen. So, jetzt wird es erstmal Zeit, unser Team zu vergrößern. Wir brauchen Pokebälle und dafür gehe ich jetzt mal geschwind nach Alabastia zurück. Hi, Topsy. Auch schon auf Level 6? Mann, na wenigstens gibt es Cyber-DP. Vielen Dank. Alter, was ist hier los? Ich will doch nur noch Batania City. Hier gibt es ganz schön viele Taubsies, ne? Ich habe noch kein einziges Ritz gesehen. Na, wahrscheinlich gibt es die in Gelb nicht so häufig wie in Rot und Blau. Hey, Pika. Was hast du jetzt eigentlich für eine Verteidigung? Jetzt mal nur so? Naja, immerhin schon auf Level 11. Sag ich eigentlich immer Level? Naja, was soll's. Und noch ein Taubsi! So, da werden wir wieder. Ich meine, kurz die AP von Pika wieder auffüllen. So, komm mal Pokémon Center. Mach wer deine Pokémon machen will. Ich kann nicht mehr reden. Gott, so spät ist es doch noch gar nicht. Sevi, was ist hier los? Vielleicht sollte ich das Reden unterlassen und ein Stumm-Let's Play daraus machen. So, hier bin ich wieder. Kriege ich jetzt Pokébälle? Vielen Dank. Wenigstens kann man hier Tränke kaufen. Das ist mehr, als man in Feuerrot kauft. Feuerrot, Kann man in Feuerrot Tränke kaufen? Also ich weiß, dass man in der Roten hier keine Tränke kaufen kann. Aber kann man hier in Feuerrot auch keine Tränke kaufen? Weiß das zufällig jemand? Ist schon ewig her, dass ich auch mit Feuerrot nur angefangen habe. Ich weiß nicht, in letzter Zeit bin ich so ein Typ von Person, ich fange neu an und behalte diesen Spielstand Äonen. Statt andauernd mal anzufangen, wie ich es früher gemacht habe. So, Pika. Wir fangen dir ein bisschen Gesellschaft. Sonst sieht's gegen Rocco nämlich ziemlich düster für uns aus. Oh, ein Mankey, genau das wollte ich haben.
Oh, schon auf Level 5. Nice. Oh, ich wollte da gar nicht hin. Ich wollte einfach mal ein Pokebällchen auf Verdacht werfen, weil ich Angst habe, dass ich es mit noch einem Donnershot besiege. Ich bin da sehr vorsichtig. Ja, ich geb's zu. Vielen Dank, Mankey. Mankey. Das heißt Mankey. Mankey, der Schweinehafen-Pokémon. Dieses Pokémon, dieses sehr agile Pokémon ist leicht reizbar. Es zögert nicht, alles und jeden anzugreifen. Ah, möchtest du Mankey einen Spitznamen geben? Wie nennt man einen wütenden Affen? Wie nennt man einen wütenden Raffen? Ich nenne ihn Raffen. Das ist die Kombination aus Rasen und Affen. Eigentlich müsste es Rasfen nennen. Ich nenne es Rasfen. Das hört sich so nach Rasaf an, nicht wahr? Gut, wir nennen es nur Raffe. Raffe. Raffe wird eh nach dem ersten Arena-Kampf abgelegt. Das weiß ich jetzt schon. Ich bin nämlich nicht so der Mankey-Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich brauche es nur auf Level 9 für seinen Fußkick. Das ist alles. Ich würde sagen, wir setzen Raffe mal nach oben zum Trainieren und machen uns auf den Weg Richtung Vitaniawald, denn da hoffe ich, dass wir gegen die ganzen Saftkons, die da sind. Ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so grob zu dir war. Ich sehe, bis zu einem Pokédex. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Nein! Ich weiß es doch schon. Ich habe schon ein Pokémon gefangen. Ich brauche das nicht noch zu sehen. Aha, so fängt man Pokémon. Gut, dass ich es gesehen habe. Es funktioniert. Ich bin aus der Übung und Pokémon habe ich auch keine mehr. Ich muss mir Pokémon-Supermarkt neue besorgen. Ja, danke für nichts. Ich würde sagen, bevor wir in den Vitaniawald gehen, werden wir cutten. Pika, guck die Leute an. Pika? Verabschiede dich von den Leuten. Geht doch. Und im Dienstsinne verabschieden wir zwei uns. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir zwei, also Pika und ich, würden uns sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.